herzlich willkommen. Ich bin Wolf Fuß. Ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich, heute hier in dieser fantastischen Atmosphäre dabei sein zu können. Die Spieler singen die Nationalhymne. Deine Prognose vor dem Spiel aus, Hansi? Ich denke, dieses Spiel hat es in sich, Wolf. Beide Teams werden von Anfang an Druck machen und alles geben. Los geht's! Van Bommel. Robben. Guter Lauf. Robben. Robben. Jetzt hat er alle Optionen, passen oder draufhalten. Die Falle des Assistenten ist hoch und die Abwehrspieler sehen erleichtert aus. Snyder. Van Persie. Kreuz. De Jong. Sie greifen nochmal an. Van Persie, jetzt liegen sie vorne. Sie machen das erste Tor und das kann psychologisch natürlich der entscheidende Vorteil sein. Der Torschütze weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Der Ball wurde ihm von seinem Mitspieler auf dem Silbertablett serviert, sodass er nur noch locker einschieben brauchte. Matthias Fernandes. Er hat viel Raum, was macht er? Oh, da springt auch der Trainer von seiner Bank auf. Sie haben auf den Ausgleich gedrängt, sie haben alles versucht, sie haben sich diese Möglichkeit erarbeitet und sie haben sie nicht genutzt. Jetzt hat er Platz. Können Sie was draus machen? Mit dem Treffer konnten Sie sich mit zwei Toren absetzen. Jetzt haben Sie ein bisschen Spielraum. Er zieht gerne mal mit der linken Klebe ab. Die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Was für eine Atmosphäre, der absolute Wahnsinn. Fernandes, da muss sich der Keeper nicht mal lang machen. Eins gegen eins und im letzten Augenblick scheitert er am Keeper. Matthias Fernandes. Matthias Fernandes. Und wieder zurück. Die Abwehr steht super kompakt. Sie konnten den Ball nur nach hinten spielen. Er ist gefährlich nah dran. Er hat die Möglichkeit.
Ah, das hat der Torwart gesehen, dass er drüber geht. Und da steht er plötzlich ganz alleine vor dem Kasten, muss ihn machen und macht ihn nicht. Kreuz. Jetzt ist er auf sich allein gestellt. Er trifft. So, Ladies and Gentlemen, das dürfte es jetzt hier gewesen sein. Richtig stark gespielt, im richtigen Moment die Situation erkannt und den Ball genau dahin gebracht, wo er hin musste. Viel schöner geht's nicht. Genau im richtigen Augenblick nahm den Ball glänzend an und machte ihn locker rein. Fehlt so ein bisschen die Ordnung. Keine Anspielmöglichkeit daneben. Er war durch und hatte nur noch den Torwart vor sich und vergibt voreilig diese Chance. Er hat ihn. Und er probiert's. Geklärt. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Naja, ich weiß schon, alles was zählt ist das Ergebnis, aber ganz im Ernst, von der Spiel- und Raumaufteilung ist da noch eine Menge Platz nach oben. Zwei Tore trennen beide Teams im Moment, 1:3 nach Durchgang 1. Macht weiter so, das müssten in etwa die Worte des Trainers in der Kabine gewesen sein. Kein Zweifel, genau das wollen die Zuschauer auch sehen. Eine Vorlage direkt vors Tor. Vier Mitspieler im Strafraum. Snyder. Sie spielen ihn zurück in die eigene Verteidigung. Matthias Fernandes. Schön auf außen. Perfekt hereingegeben. Er spielt den Ball erstmal weg. Dieser Spieler wird jetzt die Position übernehmen. Schöne Abwehraktion. Wir bekommen gerade aus dem Innenraum die Information, dass es demnächst einen Spielerwechsel geben wird. De Jong. Heitinga. De Jong. Er spielt ihn zurück zum Verteidiger, keine Anlagen zum Vorchecking. Heitinga. Demiliseus. Robben. Er kommt nicht durch. Die Fahne ist oben, abseits angezeigt, gute Entscheidung des Assistenten. Na klar, abseits und damit diese Möglichkeit vergeben. Matthias Fernandes. Er findet den freien Mann. Damit hat der Torwart keine Schwierigkeiten.
75 Minuten sind vorbei. Robben. Da kann er doch gar nicht vorbeischieben. Weggebolzt. De Jong. Kreuz. De Jong. Von dort kann es direkt versuchen. Schneider. Die Chance im 16er mal abzuziehen. Fürs Erste kann er klären, aber jetzt gibt's Eckball. Jetzt haben sie die Möglichkeit, einen Wechsel vorzunehmen. Akkurat gezügelter Schuss. Da sind sie zu zweit in der Mitte. Schön geklärt. Schön die Lücke gesehen. Der Torhüter hat sich den Ball geschnappt. Sie sind wieder im Ballbesitz. Matthias Fernandes. Er ist immer noch am Ball. Abpfiff. Das war's. Eine tolle Vorstellung, ein toller Sieg.